So, Bowser Gate oder das da hinten? Ich glaube erstmal da hinten. Das Gate sieht so final aus. Also Endtutorial oder so. Achso, ja, Fallschaden wollte ich testen. Ich habe volle Lebenspunkte. Kein Fallschaden. Das hätte echt in die Hose gehen sollen. Ich hätte vielleicht nicht springen sollen. Ja, wir hatten hier gerade gespeichert und so. Oh. Flattermäuse. Oh. Weichziel. Ein Schlag, das ist schon mal gut. Komm her. Rote magische Essenz. Du auch noch an. Du auch noch an. So, oben sind viele Flattermäuse. Zack. Fledermausflügel 2. Da komme ich nicht wieder hoch. Sollte ich also lassen. Au. Oh, ich kann im Springen schlagen. Gibt es auch Special Moves nach unten oder so? Nö. Nö. Ich will... Was zur Hölle? Das doofe Ding hat mein Herz geklaut. Okay. Bin jetzt ein bisschen angepisst deswegen. Oh. Oh, du kannst... Au. Kannst ja zaubern, du garstiges Zorans. Das Schild da oben rechts hat mich ein bisschen irritiert, während ich das Ding hier totgehauen habe. So, also das scheint wohl ein Händler zu sein. Waldhüterkleidung. Okay, was macht mein T-Shirt? Status 109%, Schutz gegen Feuer und Frost. Rüstungsstufe 1, Rüstungsstufe 0. Zusätzlicher Schaden mit Bögen, Chance auf kritische Treffer mit Bögen. Ausrüsten. Zack. Das wäre so ein Zauberer. Stirb, du garstiges. Oh, das sind zwei. Das war ein guter Move. Ich bin so stolz auf mich. So, Auge des Satyr. Satyr. Schlüssel der Bibliothek. Ich sollte mal anfangen. Shop. Rechts. Klicke auf ein Rechteck, um eine Notiz für den Raum zu schreiben. Okay. Bibliothek. Da sind zwei Abzweigungen. Das war Kanalisation. Kappa, nein. Kanalisation. Und Gärten. So, raus hier. Und jetzt mal zu Zoran gucken. Kurze Reichweite. Und Schaden unterbricht ihn nicht. Ah. Zack. Zack, zack. Was jetzt echt noch fehlt, sind explodierende Fässer. Oder Gegner, die aus Fässern kommen. So, 14 Münzen. 33 Stück haben wir. Schöne Sache. Hey, ist ein Händler. Das machst du einem Neonschild aus, hm? Dass es ein Ork ist und seine Augen rot sind, sind dir vollkommen egal. Das ist richtig. Sein Name ist Zoran. Ich kann lesen, danke. Er ist ein Gauner, ein Wucherer und Schwindler. Er wird dich mit schändlichen Preisen betrügen. Tötest du ihn, kannst du dir all sein Hab aneignen. Ja, du mich auch, Zoran. Danke für den Tipp. Du willst, dass ich ihn töte, weil du ihn tot sehen willst oder du weißt, dass er mich leicht töten kann. Egal, kein Deal. Wow, bist du hässlich und du bist kein Ork, du bist ein Goblin. Halt, wer bist du? Ich habe dich so niemals zuvor gesehen. Ich bin ein Sis, ein dunkler Ritter. Mein Name ist Lord Hämchen und ich wurde von Hanakon selbst geschickt, um die Burg meines Lords zu schützen. Du willkommen in bescheidenen Laden, oh großer dunkler Ritter. Name ist Zoran und ich handeln. Du wünschen handeln? Ich habe viele Güter, es große Ehre ist, mit Beschützer zu handeln. Okay. Um zu kaufen oder zu verkaufen, drücke Eingabe, wenn du vor Zoran stehst. Ja. Ich hoffe, man zündet ihn nicht an. Wir würden gerne kaufen. Waffen. Leuchtfackelwerfer. Preis 11 Gold, Zauberstäbe Stufe 1. Nö, diverse Gegenstände. Kerzen, Rolle des Nahkampfschutzes, Rolle der... Wow. Phasentür.
Teleportiert dich so weit, wie du selbst gehen könntest, ohne zu fallen oder springen zu müssen. Was? Kann ich denn über mehrere Kartenabschnitte gehen, wenn ich den Weg zu Fuß gehen könnte? Okay. Rolle der Weissagung. Verschaff dir besonderes Wissen über deine aktive Aufgabe. Ah, das sind Spoiler, die ich kaufen kann. Gut, Rolle der Rückkehr. Teleportiert dich zur Person, von der du die aktive Aufgabe bekommen hast. Also für die Ungeduldigen. Gib dem aktiven Haustier Energie. Wiederbelebt ein totes Haustier. Teleportiert dich direkt in Zurans Laden. Verbraucht sich nicht. Oh, das ist schick. Lokalisiert in deiner Umgebung die Box, die den reinen Geist enthält. Das Symbol erscheint auf deiner Karte. Wird nicht verbraucht. Boah, die beiden sind echt schick. Was haben wir sonst so? Bögen und Projektile. 50 mal Pfeil. Kostet nur 15 Gold. Langbogenpfeil. Magiepfeil, die werden wohl stärker sein. Hm? Ja, nö, ich kaufe erstmal nichts. Verkaufen. Wo steht, wie viel ich dafür kriege? Gut gekaut kann der Saft zum Herstellen von magischen Tränken verwendet werden. Yummy. Kleiner Saphir. Kann für einen guten Preis verkauft werden. 26 Münzen. Das klingt gut. Blauer Schleim. Ja, alles alchemistisch klingende wird für Alchemie sein. Und mehr kann ich nicht verkaufen. Heiltränke, hatte er welche? Nö. Kann ich scrollen? Nö. Okay. Ups. So. Runter, runter. Fackeln. Gibt's nur in manchen Gebieten dieses alle Fackel. Ah, da ist noch eine. Das mit den funkelnden Fackeln in den anderen Gebieten da hinten hat mich irritiert. Weil es hat ja anscheinend nicht wirklich was gebracht, außer vielleicht Erfahrung. Oh, oh. Oh, au, 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 au. Ich muss gleich zu der Box zurück. Wow, die halten ganz schön viel aus. Stipp, 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 stipp. Ah, Herzchen, sehr schön. Oh, komm her, du Ding. Kann ich Fass und dich gleichzeitig treffen? Nö. Zonk. Zonk, zonk, zonk. Ich dachte, das wäre eine Speerfalle gewesen. Okay, ein leichter Speer. Der hat bestimmt eine höhere Reichweite. Zeig mal. Du, Schnelltaste 4. Schwung, Schwung. Jo, sieht weit aus. Aha. Okay. Scheint doch auf fast jeder Karte zu sein. Na gut, hier ist soweit eine Sackgasse. Weil wir keinen Bibliotheksschlüssel haben. Also könnte ich jetzt irgendwo runterspringen, wo ich nicht zurückkomme. Da oben geht's auch nicht hin. Also geht's nur zurück. Ja. Irgendwie schon. Keine Sitzung und Gärten. Haben wir keine Schlüssel. Müssen wir da runter. Aber ich glaube, ich nehme erstmal das Schwert für die Hand. Fledermäuse sehen so aus wie gute Ziele für sowas. So. Rote magische Essenz. Fledermausflügel. Lichtern. Okay. Lichtern. Aha, okay. Stimmt. Und ein Heiligenschein. Den gucken wir uns doch gleich mal an. Teleportiert dich unter die goldene Box des Heiligen Geistes. Kann so oft verwendet werden, wie du es wünschst. War das nicht genau das, was man bei dem Typen oben kaufen konnte? Schnelltaste zuordnen. 9. Der Heiligenschein ist ein mächtiges Artefakt, das sich direkt zum Heiligen Geist teleportiert. Du kannst ihn beliebig oft verwenden. Sollte man eine Schnelltaste zuordnen. Okay. Ich denke mal, er wird einen Cooldown haben oder lange brauchen, bis er funktioniert, weil sonst wären wir ja unsterblich. Kann ich ja gleich mal testen. Da ist wieder so ein Blutfleck auf dem Boden. Also an der Wand, nicht auf dem Boden.
kaputt, kaputt und Licht an. Oh, Ameise. Weichziel oder Hartziel? Denk mal Hartziel. Die Gegner haben Fragezeichen über dem Kopf. Eigentlich müsste noch so ein Drüng-Sound kommen und ein Ausrufezeichen, wenn sie mich sehen. So, machst du mir Schaden, wenn ich so da stehe? Nee, gut. Zack, zack, zack. Zauber. Wo ist die andere hin? Da hinten. Oh, die anderen. Hinterrücks. Und sie machen wirklich ein Ausrufezeichen. Wie geil. Ja, das Spiel ist lustig. So, also vielen Dank nochmal für das Geschenk. Und für den Vorschlag, da mal reinzuschnuppern. Wow. Warum hältst du mehr aus als die anderen Schlangen vor dir? Kleine Axt. Das wird langsam ein bisschen unübersichtlich mit den Waffen. Das Drücken von F2 erlaubt dir, all deine Waffen anzuzeigen und dir damit auszurüsten. Drücke F1, um zum Schnelltastenpanel zurückzukehren. Ah. Ach, da oben. Oh, stimmt, ich sollte mir das GUI mal angucken, ne? Wir haben 61 Gold, das ist das Schnelltastenpanel. Das ist das Waffenpanel. Das ist das Heilpanel. Das ist die Zauberrollenkarte. Das ist die Zauberspruchkarte. Ringe. Haustier wahrscheinlich. Und Ausrüstung. Okay, ich gehe mal zurück auf 1. Oh, da hinten fehlt eine Fackel. Schwing. Wo fehlt jetzt noch eine Fackel? Vielleicht da oben. Jo. Zack. Oh, Schlange. Ich probiere einfach mal ganz kurz. Ne, ich den Bogen, den Speer. Zack. Jo. Die macht echt nichts. Die züngelt nur rum. Dann stirb einfach mal. Oh, Level up. Licht an, du kommst mit C ist Charakter. Charakter. So, wir können erhöhen. Waffentalente, Konstitution, Tränke, Rüstung, Magierrobe. Irgendwas, was wir immer brauchen werden. Und wir haben 5 Punkte. Ich nehme mal Konstitution. Kann ich das rückgängig machen? Ups. Anscheinend nicht. Ich sollte wirklich nur mit Tastatur spielen und nicht mit der Maus. Das ist ein wenig irritierend. Bögen. Bögen frisst Ressourcen. Also Gold. Das mag ich nicht. Schwerter ist so das Standardding. Und da das ja doch recht kitschig alles ist, denke ich mal, die besten Waffen werden Schwerter sein. Also nehme ich nochmal Schwerter. Ich nehme Tränke, Rüstung, Streitkolben. So. Stirb, 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 stirb. So. Kann ich eigentlich einfach so im Inventar kombinieren vielleicht? Da ist eine leere Flasche. Nö. Kann ich Sachen aufeinander ziehen? Nö. Kann sie nur ordnen. Zank, zank. Münze und die letzte Fackel? Nee. Da oben geht es garantiert in ein neues Gebiet. Jo. Ich würde aber eigentlich ganz gerne die letzte Fackel finden. Es gibt hier nur keine. Da geht's raus. Nö, sehe keine. Na gut. Was haben wir hier? Du brauchst Schlüssel der Bibliothek. Schon wieder. Was sind das für komische Typen da oben? Bisschen so Silent Hill mit der Lampe da. Na gut. Kanalisation und Gärten, Bibliothek. Hier haben wir auch. Biblion. Steigst du eine Stufe auf, kannst du 5 Punkte in Waffenwertigkeiten, Zauberstäben, Schutz und Konstitution verteilen. Ja, das haben wir mitbekommen. Okay. Dann halt hoch. Dich anmachen und schon mal auf Schwert wechseln. Zum einen, weil unser Skill höher ist und zum anderen, weil die hier ganz schön weich aussehen.